Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wieso ist hier der Kurs raus? Nein. Ach nee, wir hatten noch gar keinen Kurs drin. Aha, weil wir uns zuerst mit den Bäumen abgekämpft haben. Gut zu wissen, denn erstellen wir jetzt mal einen Kurs. Der Drescher wird hier sowieso ein bisschen brauchen. Bis er das alles abgedroschen hat. Gewinne etc. Können wir gleich mal Kursplay einstellen? Das ist von. Achso, haben wir schon von selber abtanken und so. Haben wir schon. Den kann er jetzt dreschen. Drisch, mein kleiner, drisch. Wunderbar. Und wir können uns in der Zeit mal um einen Traktor bemühen. Das kleine Schneidwerk hätten wir sogar im Angebot gehabt. Ha. Ah, egal. Egal, egal. Ja, ich bin ja eher ein Freund davon, mit mittleren Traktoren anzufangen. Wir haben aber auch nur noch ein begrenztes Budget. Da wir ja schon Case haben, haben wir hier einen Case-Traktor drin? Nee, ne? Nee, 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 nee. Bei den kleineren? Da ist ein Case drin mit 175 PS. Und die nächsten fangen erst mit 300 an, ne? Ja. Na gut, dann gibt's doch einen kleinen. 175 PS ist jetzt, ja, für den Anfang okay. Wir kaufen uns aber definitiv noch einen zweiten. Hat Gewichte? Ich bin ein Freund von den Breitreifen und Gewichten. Also, da geht gar nichts. Frontlader wäre auch nicht schlecht. Wenn wir einen hätten, da sind dann schon 131.000 Euro wieder weg. Und dann bräuchten wir Kipper. Kipper, 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 Kipper. Da wir jetzt ja einen kleinen Traktor haben, wird der Kipper jetzt auch nicht allzu groß. Hier passen knapp 20 rein. Wenn ich zwei kleine nehme, passen 16 rein. Ja, dann nehmen wir doch den Brandner, oder? Ich mag den Brandner. In schön rot. Wie der Traktor. Wunderbar. Dann hätten wir das erste gespannt. Das fahren wir jetzt auch mal zum Feld. Den kann der Drescher regelmäßig abladen und dann kaufen wir uns gleich noch im zweiten Zug, hätte ich jetzt beinahe gesagt, den zweiten Traktor mit einer Ballenpresse und dann können wir schon mal hinter den Drescher los und Ballenpressen oder die ersten Ballenpressen oder wollen wir mit Ladewagen tangieren? Können wir eigentlich auch. Mit dem Ladewagen wegarbeiten. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir das Stroh abgeben können. Wenn der Weg nicht allzu weit ist, kann man das auch mit dem Ladewagen machen. Hätte ich jetzt gesagt. So, jetzt muss ich die Stelle finden, wo ich hier die Bäume, Büsche kahl geschoren habe. Das dürfte hier sein. Und dann stellen wir den einfach mal hier ab. Wo können wir das Stroh verkaufen? Stroh, Stroh, Stroh. Da.
Getreide, Ergeballen, Kalli, Landhandel, Tierhandel, Ballen. Probieren wir einfach mal das aus und gucken mal, wo das ist. Vielleicht blinkt da ja was. Hier blinkt gerade nichts oder ich sehe es nicht. Kalli, wo bist du? Da oben. Ja, wird noch gehen, oder? Landhandel Ballen, wie weit ist das weg? Ja, das ist schon eine Ecke mehr. Tierhandel ist hier unten. Hey, das ist auch noch so. Und Getreide. Getreide ist gleich um die Ecke. Dann würde ich sagen, gibt es einen Ladewagen? Erstmal den Traktor. Und da hätte ich gerne über 200 PS. Fendt, Ferguson, John Deere, Valtra, vielleicht auch irgendwas, was wir noch nicht so oft. Wollen wir uns einen Valtra, oder? Nehmen wir doch mal den Fastback. Den sieht man bei mir auch fast gar nicht. Nee, genau, schöne Breitreifen. Wieder 200.000 Euro weg. Und dann können wir uns auch dementsprechend einen Ladewagen holen, der nicht allzu klein ist. Nehmen wir den Straubmann oder Pöttinger. Den werden wir sowieso dann öfters brauchen. 23 und 26. Guten Mod habe ich auch nicht drin. Ich hätte beinahe gesagt, es wird der Pöttinger werden. Ja, komm, holen wir uns den Pöttinger mit dem Siliermitteltank einmal kaufen. Zack. Kann der Fast Track auf jeden Fall ziehen. Da wir dann nicht das Problem haben. Und 26 Kubik ist auch gar nicht mal so schlecht. Da geht schon ein bisschen was. Und dann verdienen wir das erste Geld jetzt mit Stroh. Und 65 km/h ist eigentlich unschlagbar. Das hat man eigentlich nur bei den ganz, ganz großen Traktoren beziehungsweise Schleppern. Da können wir ordentlich Strecke mitmachen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das lose auch noch abgeben können oder ob wir das an Ballen pressen müssen, aber ich bin der Meinung, wir können es auch lose abgeben. Ansonsten haben wir die Po-Karte und müssen das doch noch zu Ballen pressen. Dann war der Ladewagen umsonst. Schauen wir gleich einfach mal. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was der Drescher macht. Ob der schon voll ist oder nicht. Ja, da ist der erste Baum. Gucken wir gleich mal, ob der sich jetzt da hinten festgefahren hat oder was der jetzt vorhat. Nee, er ist auf dem Weg zurück. Das ist doch schon mal gut. So, dann können wir schon mal anfangen zu sammeln. Auch wenn er uns gleich entgegenkommt, dann müssen wir halt ausweichen. Dann ist das so. Aber so schnell wie wir voll sind, dürfen wir schneller weg sein, als er uns entgegenkommt. Und der ist auch schon blockiert. Gut, dann kann ich den Fast Track doch beiseite schieben, stellen, wie auch immer, und wir kümmern uns erstmal um den Drescher. Wenn er die erste Bahn erledigt hat, dann ist der Kampf auch kein Problem mehr. Ja, so ist das leider noch so.
Ah, der hat sich aber ordentlich festgefahren. Schön am Baum. Juhu. Ich könnte aber auch einfach den Traktor mit dem Anhänger einfach weiter herbringen, ne? Fällt mir gerade so ein. Dann drehe ich den Drescher einfach mal ein bisschen. Hat auch leider keine Schneise reingedroschen. So. Dann holen wir unseren Case ein bisschen weiter zum Drescher. Und dann kommt der Berg zum Propheten und nicht andersrum. Beim nächsten Mal ist es hoffentlich andersrum und dann kommt der Prophet zum Berg. Schauen wir mal. Ja, hier werden wir jetzt ein paar Folgen zu tun haben. Stroh sammeln, dreschen, natürlich das Getreide verkaufen. Wenn ich die Zeit habe, dann werde ich das nebenbei auch immer so ein bisschen machen, so ein bisschen vorarbeiten. Kommt aber auch immer auf meine Zeit drauf an. Keine Angst, ihr werdet nichts verpassen, aber bis das Feld hier abgeerntet ist, das wird ja doch ein bisschen dauern. Und damit ich euch auch regelmäßig was Schönes Neues zeigen kann, werde ich dahingehend immer ein bisschen vorarbeiten. So. Auf dass der Drescher wieder seine Arbeit nachgehen kann. So einmal tanken kann er noch in den Hänger. Ich setze ihn einfach mal wieder hier an. Auch wenn er nicht viel drischt jetzt, aber sollte ja trotzdem klappen. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Stroh sammeln. Jetzt habe ich den Pickup nicht gesenkt. Jetzt aber. Wer nochmal Lust hat, beziehungsweise für diejenigen unter euch, die noch nicht so lange LS spielen und zumindest den Wissensstand haben möchten, den ich mir bis jetzt angeeignet habe. Heute Abend 18 Uhr kommt wieder Lerntipps und Tricks. Da fangen wir einen komplett neuen Spielstand an und da werde ich alles genau erklären, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder irgendwas anderes oder wenn wir was Bestimmtes anpflanzen sollen, Maishäckseln etc. pp. Dann ist das Projekt genau das Richtige und das wirklich langsam, komplett langsam, Schritt für Schritt, Mist, ich kann hier nicht drehen, Schritt für Schritt zu erklären, sich die Zeit dafür nehmen und alles andere. Damit auch jeder, also jeder selber anständig spielen kann, vorankommt, Hilfestellungen hat, etc. Vielleicht nochmal nachschaut, wie macht man zum Beispiel Silage oder die perfekte Mischration oder Gülle abpumpen oder. Das ist genau der richtige Spielstand dafür. Wenn ihr Lust und Zeit habt, gerne nochmal reinschauen. Ich würde mich sehr freuen. Oder vielleicht habt ihr ja auch nochmal Tipps für mich, wie man meine Eingefahrenheit, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie ich was mache, vielleicht auch nochmal einen zweiten Weg aufzeigt. So, wir werden jetzt nochmal das Stroh verkaufen. Mal gucken, wie viele Taler das werden. Wenn natürlich das Tor offen ist. Hast du noch nicht offen? Doch, du hast schon offen, nur das Tor war noch zu. Ja, manchmal lässt er auch die Tür einfach zu und setzt sich in sein Büro und trinkt nochmal Kaffee.
Um 8 Uhr. Denn weiß man ganz genau, der Tag war vorher für ihn anstrengend und er muss sich einfach seine Pause gönnen. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das lose Stroh abgeben können. Oder ob das nur in Ballenform klappt. Nee, es geht auch so. So, jetzt bin ich ja gespannt wie ein Schnitzel, wie viel Geld wir damit verdienen können. Mit einer Ladung. Und wir haben ja nur die ersten paar Meter, also ich denke mal 30, 40.000 Euro alleine nur durch Stroh werden wir schon verdienen. Da bin ich guter Dinge. So, jetzt würde ich sagen, beende ich aber auch die Folge für diesen Zeitpunkt. Ich bedanke mich bei euch natürlich auch fürs Zuschauen. Selbstverständlich bedanke ich mich bei euch, denn ihr seid diejenigen, die den Kanal am Leben halten oder erhalten. Ihr seid auch diejenigen, die nicht nur mir Freude bringen, sondern ich hoffe, ich bringe euch auch damit ein bisschen Freude, euch ein bisschen unterhalten zu können und euch auch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben vielleicht. Oder eine andere Sichtweise, wie man das Spiel auch spielen kann. Ne? Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, gerne um 18 Uhr nochmal reinschalten. Und dann würde ich sagen, bis denne.